Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex wieder und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In dem folgenden Video geht es um Versandkosten, denn ich habe von eBay eine Nachricht bekommen, vielleicht hast du auch eine Nachricht bekommen, wo eBay mit dem Partner Packlink wirbt, wo man kostengünstig versenden kann. Und ich denke, wir stehen kurz vor der Weihnachtszeit, da sollte man vielleicht nochmal seine Versandkosten einmal durchkalkulieren und vielleicht zu einem anderen Anbieter wechseln, der vielleicht gewissermaßen günstiger für dich sein kann. Wir schauen uns das Ganze in diesem Video an, mit welchen Preisen du rechnen kannst, erfährst du in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja Freunde, dann lasst uns mal einen Blick auf diesen Packlink-Partner von eBay schauen. Vorab schon mal gesagt ist, Packlink ist halt ein unabhängiger wohl Versanddienstleister-Anbieter. Die haben nicht nur einen Versanddienstleister, sondern verschiedene bieten die an und da kann man direkt die Preise vergleichen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Videos wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen zu erleichtern. Und schauen wir uns mal die Nachricht einmal an. Und zwar habe ich hier das Ganze hier am 24., also am Freitag bekommen. Und die schreiben hier, dass die eine Preisaktion haben, um beim Versand von Artikeln und zu unterstützen und dementsprechend das Ganze hier auf dem Marktplatz eBay über Packlink anzubieten. Ja. Diese Aktion läuft wohl bis zum 30. September 2021. Das heißt, wenn du dieses Video jetzt schon später schaust, kann es sein, dass die Preise schon ganz anders sind, als die hier beschrieben sind. Und wenn ihr euch das Ganze hier mal anschaut, XS-Paket, wir gucken uns gleich die Maße an und so weiter, ab 1,50 Euro, man muss bedenken, netto, die unter euch, die die Kleinunternehmerregelung anwenden, die müssen das Ganze brutto rechnen. Für alle die, die umsatzsteuerpflichtig sind, können das Ganze ganz normal netto sehen. Und 1,50 Euro netto für ein Paket, was versichert ist, was gewissermaßen eine Sendungsnummer hat und auch noch eine Abholung, eine kostenlose Abholung erfolgt bei euch, das bekommt ihr nicht. Das bekommt ihr nicht, dementsprechend sind diese Preise natürlich bombastisch, es kann aber sein, dass es nur bis zum 30. ist. Dennoch würde ich sagen, dass die Preise hier nicht großartig noch höher werden. Ihr müsst das einfach mal schauen, wie das nach dem 30. September aussieht. So, wenn ihr das Ganze jetzt für euch, das Ganze in Anspruch nehmen möchtet bei eBay, ihr könnt übrigens den Versand nicht unbedingt nur über eBay, sondern ihr könnt auch normale Sendungen versenden. Ihr könnt einfach eine Sendung aufnehmen, das machen wir auch gleich und dann könnt ihr schauen, welche Versandkosten für euch da anfallen. Das Ganze wird dann über eBay oder als eine Rechnung abgerechnet mit Packlink und so funktioniert das Ganze. Hier unten habt ihr einen Link zu Packlink, seht ihr hier. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr auf eine weitere Seite, wo ihr einmal eine Zustimmung geben müsst, dass ihr den Versanddienstleister bei eBay integriert, so dass auf die Daten von euren Kunden zugreifen kann und dementsprechend direkt Versandlabels erstellt werden können. Und da müsst ihr einmal zustimmen. So, wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr auf die weitere Seite. Und zwar sieht die Seite dann so aus, wie folgt. Und hier habt ihr dann direkt alle eure Verkäufe direkt schon drin, wo ihr einfach nur direkt buchen könnt. Ich habe das hier schon mal als Beispiel gemacht mit den Maßen von 1 Kilogramm, 15 x 15 x 10 cm, also so eine kleine Schachtel. Die rechnen ja immer so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das bei DPD so ist, aber wir können uns das Ganze einmal einblenden lassen. Hier würde ich jetzt beispielsweise dieses XS-Paket für 1,50 Euro bekommen. Also dementsprechend genau so wie angegeben. Und eine Abholung, wenn man das mit einer Abholung machen möchte, hier in dem Falle müsste man das in einem Paketshop einliefern. Möchte man eine Abholung machen, dann wird das Ganze ja 24 Cent teurer, aber auch nicht wild, ja. 1,74 Euro und das Paket ist dann, wird dann abgeholt und wird versichert verschickt und wie hier das angegeben ist, die Abholung erfolgt am Montag und Zustellung schon am Dienstag, also das ist echt bombastisch und dementsprechend ist der Preis hier unschlagbar meiner Meinung nach.
Also wir können ja natürlich aber trotzdem mal schauen, wie sieht dann denn mit den anderen Versanddienstleistern aus, wenn wir jetzt einfach nur eine Sendung aufnehmen können. Hier schon mal dazu gesagt, ihr könnt hier das Ganze auch CSV-Dateien importieren und dementsprechend eure Kunden hier rein integrieren, so dass ihr direkt dafür die Versandlabels erstellen könnt. Die Sendungsnummer wird auch direkt bei dem Kauf hinterlegt, so dass der Kunde sieht, welche Sendungsnummer das Paket hat und wann die Sendung beispielsweise auch ankommt. So, ich habe euch ja gesagt, wir schauen uns mal auch einfach ganz normal an, was so eine Sendung kosten kann. Und wenn wir hier dann auf neue Sendung klicken, dann können wir hier beispielsweise jetzt sagen, wir möchten hier von Land zu Land verschicken. Wir nehmen jetzt beispielsweise mal Deutschland und wir möchten von Berlin nach München verschicken. Und ich wähle jetzt einfach irgendwas aus und gar nicht große Adresse, sondern dann benutzerdefiniertes Paket ist schon vorgewählt. Ihr gebt euer Gewicht an von dem Paket, sagen wir mal 3 Kilo Paket, Länge 30 cm mal ja, 20 cm und Höhe mal ja, so auch 20 cm. Genau, das ist so ein Schuhkarton, würde ich mal sagen, ungefähr so die Größe, ja. Und jetzt können wir Preise anzeigen lassen. Und ihr seht es hier, wir haben hier tatsächlich unter DPD auch noch Hermes, wir haben hier UPS und den eBay eigenen Versand, ja. Und wenn ihr mal die Preise vergleicht, also es ist echt unglaublich günstig. Hier auch Preise alle netto. Und auch hier haben wir beispielsweise jetzt, wer gerne mit Hermes verschickt. Und dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, den Vergleich zwischen DHL und Geschäftskunden Hermes. Da habt ihr solche Preise nie bekommen. Also da müsstet ihr ja 10.000, 15.000 Sendungen pro Jahr haben, um einfach nur so auf diese Preise zu kommen. Und hier dementsprechend funktioniert das Ganze. Es erfolgt eine Abholung. Bei der Abholung bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt auch kostenlos bleibt, weil es halt diese Aktion ist bis zum 30. September. Falls du das Video, wie gesagt, später schaust, dann könnte es sich schon geändert haben. Nichtsdestotrotz, ich denke, hier kommt ein Euro drauf und dann seid ihr bei 2,73 € ja, netto. Und auch das ist immer noch günstig. Dementsprechend probiert es aus für euch. Guckt euch das Ganze an, falls ihr die Nachricht von eBay nicht bekommen habt. Das packe ich euch unten in der Beschreibung und dann könnt ihr das gerne natürlich nutzen und euch da registrieren bzw. die Erlaubnis erteilen, das Packlink bei euch als, ja, als ein Plugin oder Add-on dementsprechend in eBay agieren kann und die Kundendaten aufnehmen kann, um das zu versenden. So. Mich würde es natürlich interessieren, ob es auch bei dir geklappt hat, welche Preise bei dir sind und dementsprechend kannst du gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Darüber würde ich mich gerne freuen. Und sonst kannst du mir natürlich auch sagen, wo du vielleicht noch günstigere Preise bekommst zum Versenden. Das würde mich und die Community natürlich auch interessieren. Dementsprechend auch hier gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, falls dir das Video gefallen hat und hilfreich war. Und freue mich, wenn du bei den nächsten Videos dabei bist. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den gerne, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.